Schimmel am und im Haus. Darum geht es gleich zusammen mit Michael Weiler, Bausachverständiger am Bau, in diesem Video. Schimmel am oder im Haus. Herr Pfeiler, wo kommt denn der Schimmel überhaupt her? Ja, der Schimmel, der befindet sich in der Raumluft, in den Gebäuden oder außen. Der ist immer da und der wartet im Endeffekt auf die idealen Bedingungen, um sich irgendwo fortzupflanzen. Ja, der sucht nur nach den passenden Gelegenheiten und wenn er die gefunden hat, dann kann er sich entsprechend fortpflanzen. Was braucht denn der für Gelegenheiten, dass er sich da fortpflanzt? Also gerade speziell zum Thema Bauen jetzt. Ja, also gerade im Gebäude hat der Schimmel sämtliche Bedingungen, die er braucht. Also er hat die Grundvoraussetzungen da. Das heißt, er braucht Nährstoffe. Ja, die Nährstoffe bezieht er zum Beispiel aus dem ganz gewöhnlichen Hausstaub. Und die wesentlichste Voraussetzung, die dann eben noch fehlt, die ist die Feuchtigkeit. Und wenn die Feuchtigkeit eben da ist, dann entwickelt sich der Schimmel. Dann kann er ausgeprägt, dann kann er sich ausbilden. Und man kann auch sagen, wenn keine Feuchtigkeit da ist, dann kann sich auch kein Schimmel bilden. Also es ist so die Basis, die Feuchtigkeit. Ja, deswegen haben wir oft in alten Häusern und feuchten Räumen, also im Bad oder in der Küche vielleicht dann auch mehr Schimmel. Macht denn der Schimmel krank? Das kann natürlich nur der Arzt beantworten. Das ist eine klassische Frage. Macht der Schimmel krank? Hängt natürlich von der einzelnen Person ab, ob derjenige anfällig ist, ob er in einem gewissen Alter oder einen gewissen Gesundheitszustand hat. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass nachgewiesen ist, zum einen ist er nicht gesund, das ist ganz klar, und zum anderen ist es nicht förderlich. Also es wird allgemein die Schimmelentfernung grundsätzlich angeraten. Okay, jetzt habe ich einen Schimmel, sehe, dass sich dann schwarze Flecken an der Wand bilden oder grüne oder weiße, was auch immer. Was ist denn der erste Schritt jetzt? Ja, der erste Schritt ist, kommt drauf an, ja, sagt der Anwalt, sage ich auch, im Endeffekt kommt drauf an, wie groß ist denn der Befall. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kleinigkeit habe, die sich irgendwo in der Ecke abspielt, sagen wir mal kleiner 20 Quadratzentimeter, ungefähr eine Zigarettenschachtel groß, dann wird von einem kleineren Befall gesprochen. Das heißt, dann kann ich ohne Probleme diesen Schimmel selbst entfernen. Also da brauche ich keine großen Dinge beachten, weil es wird auch davon ausgegangen, dass auch keine große Verbreitung stattfinden kann in dem Moment. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen Schrank wegziehe und die ganze Fläche hinter dem Schrank ist dann schimmelig, weil sowas habe ich auch schon erlebt, und dann, was machen wir dann? Ja, dann sind wir schon eine Stufe weiter. Das heißt, dann ist erstmal die Sofortmaßnahme gefragt. Das heißt, die Sofortmaßnahme bedeutet in dem Fall, ich muss erstmal schützen, die Leute schützen, die in diesem Raum sich befinden oder aufenthalten. Das heißt, ich sollte dort keinen längeren Aufenthalt mehr haben und, wenn es geht, den Bereich abtrennen. Abtrennen aus dem Grund, dass sich die Schimmelsporen nicht durch Luftbewegung in andere Räume noch verteilen. Das ist mal der erste Punkt, der gemacht werden sollte. Und dann natürlich als nächstes die Ursache finden. Ja? Die Ursache, wo kommt es denn her, um dann eben in die Sanierung einzusteigen. Und wo steigen Sie denn bei der Schimmelproblematik ein als Bausachverständiger? Ja, die Schimmelproblematik ist ein großes Feld. Das heißt, man muss dort im Prinzip erstmal die Geschichte des Hauses bemühen. Das ist immer, wo die Leute ja, mich verwundert anschauen. Wenn ich sage, ja, der Schimmel ist doch dort, was wollen Sie denn das alles wissen? Dann sage ich, ja, die Geschichte des Hauses ist ganz, ganz wichtig. Was hat sich im Haus verändert ab dem Zeitpunkt oder vor dem Zeitpunkt, wo der Schimmel entstanden ist. Und es gibt wesentliche Aufschlüsse darüber, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte. Weil es gab ja irgendwelche Umstände, die dem Schimmel die Gelegenheit gegeben haben, dass er jetzt sich hier an dieser Stelle fortpflanzen kann. Also wir haben jetzt das Schimmelbild, der Kunde sagt, Mensch, ist irgendwas faul, bitte, Herr Pfeiler, kommen Sie mal, schauen Sie sich das an. Sie
erforschen dann die Ursache und dann, was geht's, und dann, wie geht man dann weiter damit um? Ja, wie gesagt, die Ursache beginnt mit der Geschichte. Das ist aber nur ein Teil. Natürlich die Ursachenfindung geht natürlich weiter. Ich muss die Gebäudesubstanz überprüfen, ob sie überhaupt grundsätzlich in der Lage ist, den Gegebenheiten einer normalen Raumnutzung standzuhalten. Ja? Und dann kann man noch, wenn man das überprüft hat, dann kann man noch überprüfen, ob denn das Nutzerverhalten entsprechend förderlich ist, eben für die Schimmelbildung. Und das wäre so die Vorgehensweise, die man einfach anstellt. Ja? Und auf der Grundlage kann man dann eben auf die Ursache kommen. Ja. Ich denke auch, man muss die Wurzel ziehen vom Übel am Ende. Und das ist dann oft eine bauliche Maßnahme, vielleicht sogar, die dann dazu führt, dass diese Feuchtigkeit an der Stelle einfach vermieden wird. Ganz genau. Also wenn Sie einen Schimmel haben oder vielleicht auch nur glauben, einen zu haben, macht es vielleicht Sinn, einen Fachmann zu fragen, an der Stelle, der sich dann mit der Geschichte des Hauses bis hin zum eigentlichen Problem vorkämpft. Und dazu braucht man einen guten Bausachverständigen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Thank you.